Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir machen weiter und zwar passenderweise stehen wir hier schon. Vertrag ist Vertrag. Und ich würde sagen, das machen wir doch. Ist passenderweise auch schön in der Nähe. Eine Mission für Jacob. Und dementsprechend machen wir das doch auch. Warte mal. Ach ja, hier können wir... Was kann man hier drinnen eigentlich machen? Kann man einfach nur einsaufen gehen oder bringt das gar nichts? Was ist mit denen denn passiert gerade? Oh nein, ich hab so Angst. Ach komm, scheiß auf die. So. Vertrag ist Vertrag. Mit stimmt. Stimmt, wir müssen ja jetzt weiter klären, was ja eigentlich Sache ist. Zugüberfall. Zugüberfall! Ah nee, das ist zu weit weg. Das können wir auch irgendwann mal machen. So. Okay. Also, Vertrag ist Vertrag. Evie besucht Southwark, nachdem Jacob Pearl eliminiert und das Omnibus-Unternehmen zerschlagen hat. Let's go. Oder ist es doch eine Evie-Mission? Habe ich mich verguckt? Ist auch egal. Wäre ja nicht so schlimm, wir haben ja lange nicht mehr mit Evie rumgespielt. Schauen wir einfach mal. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Dip, 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 dip. Weiter! Ah, okay, ist doch eine Evie-Mission. Dann habe ich mich komplett verguckt. Egal, so, bevor wir das machen, wir haben nämlich einiges zum Verteilen an Punkten. Moment mal. Tja, was holen wir uns denn? Ich würde sagen, alle Zweier hier erstmal. Zack. Ja, Leute, das kann ein bisschen dauern. Was erzähle ich euch denn währenddessen? So, erstmal Level 6 erreicht. Perfekt. Ich mache mir die ganze Zeit irgendwie Gedanken, wann jetzt eigentlich mal das nächste Assassin's Creed Chronicles rauskommt. Eigentlich müsste doch jetzt Indien dran sein. Ich hatte das echt anscheinend wirklich komplett falsch verstanden. Ich dachte, das kommt irgendwie alle 2 Monate kommt eins. Und nicht irgendwie eins pro Jahr. Oder kommt es überhaupt nicht mehr? Gibt es da eigentlich neue Informationen dazu? Ich weiß es gar nicht. Muss jetzt sagen, das Shiner-Ding... Ich weiß nicht, das hat mir jetzt nicht so geil gefallen. Und ich glaube, allgemein kam es auch bei der großen Masse jetzt nicht so krass an. Aber ich hatte es irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte gedacht, man hätte so ein Komplettpaket gekauft, gleich mit einem Schlag. Und würde alle 3 Dinge alle 2 Monate bekommen oder so. Weißt du, erst China, dann Indien und dann Russland. Weil auf die Russen, das Russending hätte ich schon Bock drauf. Weil das war ja Nikolai, spielen wir dann Nikolai Orlov oder seinen Sohn oder seinen Opa? Sein Vater, sein Sohn? Nee, ich glaube Nikolai war es selbst, wa? Den Typen aus den Comics, die ich übrigens auch wirklich empfehlen kann zu Nikolai. Sehr, sehr geil. Ja. Ah, sie müssen anonym sein und festen Boden. Das, okay, anonym kann ich verstehen, festen Boden kann ich, aber egal. Lassen wir das. So, let's go, machen wir die Mission mal eben. Da hätte ich schon Bock drauf, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wer die Comics gelesen hat, die mit Nikolai Orlov, ne? Stellt euch das mal vor, alleine, oh shit. Alleine die Mission, wo er mit dem Pferd dem Zug hinterher rennt, also hinterher reitet er und dann auf den Zug springt. Wie geil wäre das, Alter? Wie geil könnte man das machen, ey? Und allgemein ist Russland zu der Zeit ein sehr cooles Setting, wie ich finde. Upsala.
ist ja völlig fertig mit der Welt, der Arme. Sie sind weg. Nein, sind sie nicht. Meine Kinder, sie werden... Erzählen Sie mir, was die Blighters von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. Aber auf der Minikarte ist es ein Bug schon wieder. Langsamer. Das hat mich gerade so ein bisschen verwirrt mit dem roten Punkt da. Aber gut. Gutes Mädchen. So. Gut so. Ich glaube, die hatten auch genug Zeit zum Plaudern. Nicht, dass wir da wieder was verpassen. Aber die reden ja schon lange nicht mehr. Deswegen langsam. Passt es. Gut so. Alter, was geht mit dir ab? Bist du doof? Ist der ein bisschen dumm? Der kackt sich ja so heftig in die Hosen. So, jetzt können wir kurz ins Inventar gehen. Denn auch für sie müssen wir das Ganze mal anpassen. Die hatten nämlich natürlich ein eigenes Ding. Nee, hat die nicht. Ach, das ist ja interessant. Das ist, fällt mir auch jetzt zum ersten Mal auf, dass man für beide dieselbe... Nee, doch nicht. Wollte schon sagen. Ich dachte schon, das wäre schon ausgerüstet. Das hätte mich nämlich gewundert. Man muss doch für jeden separat alles auswählen. Die haben zwar die gleiche Auswahl, die sie nehmen können, aber man muss ja trotzdem alles separat auswählen. So, nämlich, zack. Umhänge. Boah. Blackjack. Sieht nicht schlecht aus. Das wird richtig gut passen. Das eher nicht so, auch wenn es ein schönes Assassinenzeichen ist natürlich. Aber das wird optisch, das wird sehr gut passen. Wir müssen natürlich schick aussehen. Auch nicht schlecht. Königlicher Umhang. Respekt. Militäranzug. Lady Melines Gewand. Boah, das sieht auch nicht schlecht aus. Erlittener Nahkampfschaden. Erhöht den Schaden mit Schusswaffen. Nehmen wir das. Oh, die ist aber... Das ist aber nicht schlecht hier. Es ist echt so knallblau. Das wäre sehr nice. So Leute, warum wird mir das immer als neu angezeigt? Die hatten wir doch schon angezogen. So. Fähigkeiten hatten wir ja alles ausgegeben. Perfekt, so jetzt sind wir auch mit der ausgerüstet. Das ist halt schon etwas länger her, oder? Dass wir mit der unterwegs waren. Müssen wir das mal eben einstellen für die Mission. Ach du Scheiße, Alter. Was war das? Finden wir es raus. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Verlassen lassen. Ach du Scheiße, ey. Wie viele Millionen Leute sind denn das hier, ey? So, kannst du dich bitte irgendwo hochziehen, ne? So.
Ja, das reicht genau, um den anzulocken. Perfekt. Es hat aber jetzt nicht hier irgendjemand anderes auch noch angelockt, ne? Puh. Yeah. Aber schau mal, ganz so knallblau wie in der Vorschau sieht es jetzt nicht aus, aber ganz cool. Ist nicht wie so in Unity, wo wir als kleines gelbes Bienchen durch die Gegend rennen können. Obwohl ich das eigentlich auch ganz nice fand. Hat die mich gesehen? Tatsächlich hat die Schlampe mich gesehen. Nein. Das hat's mir jetzt versaut. Nicht mit mir, Kollege. Nein. Vergiss es. Nenn mich Meisterassassinen. Ja, ich hab's gesagt. Aber es war ein Joke, Leute, weil... Nein. Ach, komm, hör auf. Nee. Ist geil. Ich will auch gar nicht mal andeuten, was ich jetzt sagen wollte. Vergesst es einfach. Es hat auf jeden Fall mit was Großem zu tun. Ach, Leute, man, wo ist denn hier meine Kutsche? Ich such doch eine Kutsche, Leute. Hä? Wo ist denn meine Kutsche hin? Hä? Was ist denn das jetzt hier? Schnell ablenken. Na komm. Den Rest können wir jetzt auch noch laufen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Sie sind ein gottverdammter Segen. Die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. Sehr schön. Sehr schön. Schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Perfekt. Was ist hier los, Mensch? Geht doch. Okay, so. Was geht denn jetzt als nächstes ab? Ja, so lange geht der Part jetzt nicht mehr. Können wir da irgendwie was Sinnvolles anstellen, kurz? Templerjagd? Warte mal. Wo ist man... Ach nee, das ist ein einzelnes Gebiet, ich dachte schon. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, man müsste jetzt jedes einzelne dieser Gebiete, also diese 5 Stück hier, wegmachen, damit man so einen... Aber das ist ja alles... Alles klar, okay. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich habe mich einfach nur verguckt. Ja, dann machen wir doch mal schnell die Templerjagd. Frachtdiebstahl könnten wir eigentlich auch kurz machen. Geh doch mal weg, Mensch. Ja. Alles klar, okay. Kinder,
La 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 la. Wir hauen einfach ab. Nein, jetzt kommen die wieder näher, Mann. Weil die einen Turbo drin haben. Was haben die da, Alter? Lachgas-Einspritzung oder was? So, lässt sich mal nachladen. Juckt den nicht, der steigt aus, weil er dumm ist. Und wir hauen ab. Das ist eine Sackgasse. Was geht denn jetzt ab? Und wie der davon braust, Alter. Ja, was geht denn jetzt hier? Muss ich einfach nur warten oder muss ich den dann doch töten? Na komm schon. Hier ist doch gar keiner mehr in der Nähe. Komm. Warte mal. Hä? Ist es nicht geliefert jetzt, Leute? Kann man. Ja, es ist schon wieder verpackt. Warum hat man das jetzt nicht gezählt? Ah, man muss einmal kurz rumfahren, so, zack. Alles muss seine Richtigkeit haben. Ach so, deswegen. So, mal gucken, lohnt sich das? Ah, nicht wirklich. Ach so, und das sind die. Ah, jetzt raff ich. Okay, alles klar. Ach so. Das sind die Missionen für sie. Okay. Auch nicht besonders aufregend. So wird zum Thema Nebenmissionen. Du musst erst alle Nebenmissionen kennen, bevor du die Erlaubnis hast, darüber zu sprechen. Du Hund. Hallo? Kannst du die Kiste holen? Kurz die Kiste holen. Wie komme ich da rein? Was geht mit dir ab, Alter? Achso. Kurz hätte ich gedacht, dass er vielleicht an einer Decke baumelt, weil er sich erhangen hat. Wäre lustig gewesen, oder? Nicht? Okay. So. Okay. Was mache ich denn da? Was ist denn das? Kampf ausdauern. Boah. Erstschlag, schleichen. Boah, krass. Na gut, das letzte Zweierding. Jetzt folgen nur noch die dicken Skills. Mit 4 Fähigkeitspunkten. Wir haben schon 83%. Auch nicht schlecht. So. Kann ich noch irgendwas kaufen? Sprengstoff in der Stadt. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, passt es doch eigentlich ganz gut. Eine Nebenmission gemacht, eine Hauptmission gemacht. Das reicht auf jeden Fall für den Part. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch hier wieder die Frage, ja, wir hatten es ja schon mit China geklärt, wie geil es wäre, in einem vollständigen, richtigen Assassin's Creed in China durch die Gegend zu rennen. Aber ich finde, Russland wäre auch ein sehr geiles Setting.
Es wäre eigentlich auch ein Setting, wo ich sagen würde, oh, das könnte potenziell für den nächsten großen Assassin's Creed Teil sein, aber irgendwie, dass sie das schon in Chronicles verballern wollen, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen, macht es dann doch schon wieder nicht ganz so wahrscheinlich. Aber mal sehen, ich würde es begrüßen, ja. Ich krieg das Teil nicht eingesammelt, egal Leute. Schreibt gerne mal dazu eure Meinung, ja. Also wer die Comics gelesen hat, der weiß ja, was da passiert ist. Der weiß ja einfach, ich will ja jetzt auch nichts spoilern oder sowas. Aber es gibt halt eine dicke Szene, wo du mit einem Pferd einen fahrenden Zug verfolgst. Und das auch alles, soweit ich noch weiß, im Schnee und alles. Und das wäre halt... Das wäre so geil einfach. Ich krieg das Scheißteil nicht eingesammelt, ich bin zu dumm einfach. Deswegen, also, für die Leute, die den Comic gelesen haben, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Ansonsten hört man sich dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.